Lebst du deine Träume oder lebst du deine Ängste? Und ich weiß, es gibt auch für uns alle, aber es gibt so viele Menschen, ich bin so viel unterwegs, Menschen, die wirklich unglücklich sind bei ihren Jobs, in ihren Ehen auch, das muss man auch einmal dazu sagen, in verschiedenen Lebenssituationen, aber sie wollen nicht irgendwie diesen Cut machen. Warum auch Hast immer. du, wie soll man sagen, eine Empfehlung ist das falsche Wort, aber kannst du den Leuten irgendwas mitgeben? Also, wenn sie vielleicht auch bei dir beim Vortrag oder bei einer Veranstaltung gewesen sind, also man merkt ja so diese Leidenschaft von dir, die überträgt sich ja auf mich. Wie Ja, halte ich danke. die, sag ich mal? Also, wie halte ich dieses Gefühl, ja, ich kann was verändern, wenn ich wieder in meinem Alltag bin? Weißt du, also Ja, wie. ich kann, ich, ja, was ich den Leuten mitgeben kann, ist ein Zitat, das ich von einem buddhistischen, indischen Mönch gelesen habe. Er lebt nicht mehr, vor 1000 Jahren. Er heißt Tilopa. Tilopa hat gesagt, diesen Zitat begleitet mein Leben jeden Tag und ich sage jedem, zum Beispiel diesen. Das Zitat besagt, dass wir oder du sollst einen Gedanke oder einen Geist haben, der für alles und an nichts gebunden ist. Für alles offen und an nichts gebunden. Ich wiederhole, für alles offen, alles, weil alles ist möglich, an nichts gebunden. Das heißt, mit so einer Einstellung, du bist der Gewinner. Wenn jemand dir was neu sagt oder dass ich nicht im Einspruch mit deinem jetzigen Wissen, sag nicht, das ist Unfug, sag, das ist sehr interessant. Ich habe es bis jetzt noch nicht so gesehen. Bitte erzähl mir mehr davon. Und wenn es auch dir nicht zusagt, ist auch kein Problem. Aber du hast es einfach Mal zugehört. offen Nicht sein irgendwie dafür. zumachen. Du bist nicht davon gebunden. Und ich würde, es ist nur eine Sache der Zeit. Du wirst zurück drauf kommen. Schön. Ja, dieses Zitat, Das es ist ist, das hat, ja. und so können wir auch unser Potenzial entfalten. Und was ich auch den Leuten mitgeben kann, sei dir bewusst, dass jeden Menschen, den du begegnest, du, jeden Menschen, den ich begegne, ich weiß, es ist Faktum, dieser Mensch weiß etwas, das ich nicht weiß. Period. Es gibt nichts zu diskutieren da, oder? Es gibt nichts zu diskutieren da. Jeden Mensch, egal wer, welcher Status, Kind, keine Ahnung, dieser Mensch weiß, was ich nicht weiß. Und was mache ich? Ich bringe mein Ego runter Und bin offen. und offen und lerne von dieser Person. Und so können wir unser Potenzial entfalten. So können wir weiterkommen. Das sind sehr einfache Prinzipien, die wir anwenden können. Es macht so viel Spaß. Wie du merkst, Man, ja, Frau Kritter, man merkt es macht so viel das Spaß, Ansteckende. weil du siehst den Fortschritte, die du machst. Wenn wir reden, du kannst nur reden von was du weißt. Aber wenn du zuhörst, du lässt dir Neues in dir zu kommen. Und so kann auch vorankommen. Offen sein, ne? Ja, Also offen ich sein. denke Ja, wieder genau. an Ja, das offen Zitat sein. von Ja, gerade eben. genau. Ja, Offen sein. genau. Weil ich sage immer, warum hat Gott uns 2 Ohren gegeben und einen Mund? Wir sollen 2 Bisschen Zeit Ein Ohr und zwei Münder. Wir sollen 2 Bisschen Zeit zuhören, als sprechen. Aber die meisten machen wir umgekehrt. Du kannst nicht vorankommen oder sehr wenig. Die Macht an deiner Fotos sind sehr, sehr minimal. Und wenn Ist du auch so ein zu. bisschen diese Mentalität, die sich teilweise entwickelt hat, ne? Dass die Leute denken, ich muss viel reden, dann bin ich jemand, ne? Dann denken die Leute, ich bin ganz, ganz wichtig und, Und ne? auch das Ego auch Genau, das dabei. Ego kommt dann wieder durch. Ja, Genau, egal. ja. Aber dass eigentlich der Weisere ist, der erstmal zuhört. Das kannst du laut sagen und dann Fragen stellen. Genau, Fragen stellen. Viele Fragen stellen, zuhört und durchgeht. Diese Prinzipien nutze ich in meinem Leben jeden Tag. Ich habe gesehen, wie ich vorangekommen bin und das kann ich noch jedem noch weitergeben. Mach das. Und du bist wirklich, du hast so eine innere Ruhe, die du gar nicht vorstellen kannst. Ich bin wirklich in meiner Mitte. Ja, und das ist das Beste, was ich denke, jeder von uns machen kann. Weil in uns allen steckt so viele Größe, unendliche Größe, und wir nutzen kein Tausendstel von diesem Potenzial von uns. Das ist schade. Aber du weißt drauf hin. Also, Ja, deswegen darf das du auch bist mein. dir bewusst, genau, Ja, ja. deine Leidenschaft Das ist ist meine das. Leidenschaft. Deswegen es ist es mir so ein Herzenswunsch und Passion, dieses Wissen weiterzugeben. Du Ja, machst ja weil. nicht nur Veranstaltungen, du wirst auch richtig als Keynote-Speaker eingeladen Ja, und. genau. Bei Firmen, vor allem Firmen, auch Verbände unter anderem, wenn sie einen Keynote-Speaker brauchen, einen Motivationstrainer, um
ihren Mitarbeiter oder Publikum ja. aufzubauen, damit sie dranbleiben, ja. produktiver werden, weil ich sage immer, jeder von uns braucht Motivation und Inspiration. Manche sagen, ich bin nicht demotiviert, deswegen brauche ich eine Motivation. Ich sage, nee, du musst nicht demotiviert sein, um diesen Wissen zu bekommen. Du brauchst auch einfach, ich sage immer, warum duschen wir jeden Tag? Du bist nicht unbedingt schmutzig, aber ja. du duschst, um Energie zu tanken. Du bist erfrischt, aufgefrischt. Mhm. Das ist genauso wie Motivation. Motivation hält dich immer, dass du dranbleibst, dass du diese Dinge immer hörst. Ja, ja, ich auch. Das heißt, Glaube kommt vom Hören und Hören und Hören. Und wenn du die richtigen Dinge hörst, dann bekommst du einen Glauben. Glaubenssätze können positiv wirken oder negativ wirken. Ja, viele glauben, weil die Glaubenssätze sind jetzt so verteufelt als negativ, muss nicht sein. Ja, es gibt negative Glaubenssätze. Zum Beispiel, wenn du sagst immer ein Kind, du bist nicht gut genug. Und dieses Kind hört das immer. Und dann das Kind glaubt das durch Hören, dass es ist nicht gut genug. Aber wenn du sagst, du bist toll, du hast so viel Potenzial in dir und du sagst jeden Tag zu deinem Kind, und das wird auch in deinem Unterbewusstsein so eingebettet und das Kind hat ein anderes Weltanschauung, eine andere Weltanschauung. Und so kann das Potenzial dieses Kindes und des Menschen herausholen. Und das steckt ja auch schon viel für uns, in uns drin. Also ich habe ja selbst eigene Kinder und ich muss immer dran denken, mir hat mal jemand gesagt, wenn du deinem Kind, wenn es hinfällt, jedes Mal sagen würdest, ach, bist du doof und das kannst du eh nicht. Das machst du ja auch nicht. Du feuerst es ja an und sagst, genau. Ne, du schaffst das. Und das Kind fängt das zu glauben. Genau, und es glaubt es und es lernt dann irgendwann auch zu gehen oder zu schreiben oder kann sich die Schuhe noch nicht zumachen, den Schnürsenkel, aber es sieht, dass es geht. Es hat es vielleicht bei jemand anderem gesehen und es ist so voller Neugier und ja, will einfach das auch können. Ne? Mhm. Also dieses Offensein und zu erkennen, okay, es ist möglich, also was du auch schon sagtest. Alles ist möglich. Alles ist möglich und irgendwann gelingt das. Und wenn man dann diese Freude sieht, also es ist ja nicht nur bei kleinen Kindern, das bei ist jedem. Ja bei jedem, genau. Und ja. das geht dir sicherlich, denke ich mal, auch, wenn du, keine Ahnung, wenn du eine Veranstaltung hast und gut, die meisten Leute freuen sich, wenn sie zu dir kommen, aber ich glaube, nachher, da sieht man noch mehr im Gesicht, es was ist da so eigentlich toll, ja. getan hat. Sag ich so mal. Getan hat und es ist so beruhigend, um zu sehen, dass du hast irgendwie einen Anstoß gegeben. Ja, irgendjemand ne? erreicht. Bei mir, ja. bei meiner Veranstaltung, wenn ich nur eine Person erreicht habe, das reicht mir. Das reicht schon. Da sind wir auch schon wieder bei den Wellen, wenn du so willst. Ne? Das kann schon wieder was ja, genau. ganz viel allein, auslösen. Weil du weißt nicht, was, weil jeder von uns hat ein Päckchen, das er mitträgt. Ja, ja, ja. Es ist so, Punkt. Und wenn ich nur eine Person erreicht habe mit meiner Botschaft, du weißt nicht, was das ausgelöst hat mit dieser Person. Ja. Weil wir sind meistens so im Denken, im Kopf. Ja, ja, genau. Wir denken, es gibt keinen Ausweg. Wir denken, unsere Probleme sind die schlimmsten. Genau, es gibt keinen Weg zurück und ich muss das jetzt so machen und das wird von mir erwartet. Aber wenn ja? Sie wissen, dass es alles ist möglich ist, dann wenn wir diesen Geist haben von Möglichkeiten ja. und an nichts zu binden, dann du kannst noch vorankommen. Schön. Ja, ich denke auch, dass es schön ist, ja.